Tja, liebe Fans des kleinen Stadtstreichers, heute beginne ich meine Tour einmal im Grünen mit einem weiten Rundblick, der allerdings nicht in diesen Bezirk weist im Moment, durch den ich dann streifen werde. Es ist nämlich das Erholungsgebiet am Wienerberg. Und da starte ich. Und von diesem Erholungsgebiet schweift der Blick zu den hohen Bürotürmen, die an der Wienerbergstraße entstanden sind, quasi eine Art zweite Skyline von Wien. Und damit wisst ihr auch schon, dass ich im 10. Wiener Gemeindebezirk unterwegs bin. Ja, da sehen wir die Spinnerin am Kreuz. Und da gibt es eine Sage aus dem Mittelalter, aus der Zeit der Kreuzzüge ganz genau. Der junge Mann einer jungen Frau, die gerade mal 3 Tage verheiratet waren, wollte unbedingt am Kreuzzug teilnehmen und fuhr auch dorthin. Die junge Frau blieb einsam und setzte sich an ein altes Holzkreuz hier an der Stelle, wo die Spinnerin jetzt steht, und spann fleißig mit ihrem Spinnrad. Irgendwann einmal kam einem Baumeister die Idee, hier eine schöne Steinsäule zu errichten. Und mit dem Geld, das die Spinnerin durch den Verkauf ihrer gesponnenen Waren hereinbekam, wurde dann letztlich diese Steinsäule großteils finanziert. Und gleich hinter der Spinnerin am Haus Triesterstraße 52 finden wir diese Mutter mit Kindern. Schon von Weitem sieht man diesen Wasserturm, der in einem der größeren Wasserreservoire Wiens an der Triesterstraße Ecke Raxstraße liegt. Wer versteckt sich da im Gebüsch? Ein junges Mädchen, so heißt nämlich diese Plastik aus Naturstein. Ja, und nicht weit davon haben wir ebenfalls in der Braunsbergengasse 27 diesen Tanzpartner für das junge Mädchen. Ich hoffe, ihr steigt ihr nicht zu sehr auf die Zehen. In der Braunsbergengasse 44 steht diese Figur. Ich habe nicht herausgefunden, wie sie heißt. Ich taufe sie einfach mal Clown, denn so sieht sie auch aus. 3 kleine Elefanten, die stehen in der Quaringasse, Nummer 13 übrigens, vor einem Kindergarten. Und gleich gegenüber befindet sich der Quaringhof, der Hausnummer 16. Wir sind ein Stückchen weitergekommen, wir sind in der Troststraße angelangt, Hausnummer 68 bis 70 sieht dieses Relief und im Hof drinnen eine Brunnenplastik Mutter mit Kindern. An der Wand des Gemeindebaus Herzgasse 99 finden wir dieses Relief von Badenden. Und gegenüber, auf Nummer 101, geht's auch ums Wasser. In der Alxinger Gasse 96 findet sich dieses Fresko an der Wand, auch eines Gemeindebaus. Ich würde es mal mit ländliches Leben betiteln. Eine stehende weibliche Figur in der Alxinger Gasse 97 bis 103. Eitel stolziert oder steht besser gesagt dieser Pfau in der Herzgasse 103 bis 109 herum. An den Wänden des Gemeindebaus Grafgasse 1 finden sich 2 Musikanten. Der zweite hat das größere Instrument. Skippy, 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 das Buschkänguru, gesehen in der Grafgasse Nummer 7. Schwer zu sagen, was dieses Kunstwerk in der Bernhardstalgasse, Hartmutgasse sein soll. Es heißt auf jeden Fall ornamentale Darstellung. Von keinem geringeren als Wander Bertoni stammt dieser abstrakte Brunnen in der Buchengasse 141.
Puh, ganz schön hoch das Ding, ich krieg's nur im Querformat drauf. Ach, ich drehe schon, keine Sorge. Es ist eine Mosaikstele mit Tieren und befindet sich in der Roten Hofgasse 88, Ecke Gussregelstraße 9. Am Haus Davidgasse 76 bis 80 finden wir dieses Sonnenmosaik und die Vögel, die freuen sich beim Herumfliegen. Diese Heiligenfigur steht am Haus Ettenreichgasse 44, könnte der heilige Josef sein. Das Relief Familie finden wir an der Leibnizgasse 65. Dino-Alarm an der Troststraße 20 bis 30? Nein, aber es könnten einige Szenen aus der früheren und kürzeren Geschichte Wiens sein. Wen beleuchtet denn diese Laterne hier? Ein sitzendes Mädchen in der Troststraße 13. Ja, vom sitzenden Mädchen zum liegenden Pferd, gleich gegenüber Troststraße 18. Wo wir dann auch noch dieses Fresko mit spielenden Kindern finden. Dieses wunderschöne Relief mit Blumen und Schmetterlingen findet sich am Haus Viererstraße 7 bis 13. Wer guckt denn da so aus dem Beutel raus? Ein Känguru, und zwar in der Troststraße 8 bis 16. Denkt ihr bei diesem Wandbild auch an Alfred Hitchcock? Die Vögel, Troststraße Nummer 18, aber keine Angst. In Wald und Flur treibt sich so einiges rum an der Angeligasse Nummer 18. Und auch gegenüber in der Angeligasse 15 bis 17 gibt's Reliefs an den Wänden, die sich mit dem Thema Natur in Wald und Flur beschäftigen. Und das Ganze gleich zweimal. Die Antonskirche am logischerweise Antonsplatz ist der größte Kirchenbau im 10. Wiener Gemeindebezirk, geweiht dem heiligen Antonius von Padua und ist im romanisch-byzantinischen Baustil errichtet. Ecke Rissaweggasse und Troststraße befindet sich dieses Mosaik namens Familie. Bisschen versteckt im Hauseingang der Troststraße 19 dieses bemerkenswerte Relief Töpfer an der Arbeit.
dass Favoriten immer ein Arbeiterbezirk war, sieht man an diesem Gemeindebau in der Kennergasse 10. Gemeindebauten im 10. Bezirk, glaube ich, die meisten in ganz Wien, flächendeckend. Und dieser hier ist in der Bürgergasse 22. Handwerker auf diesem Relief am Haus Laherbergstraße 2. Seinen Beruf habt ihr sicher erkannt, Räumannplatz 1, ein Schmied. Immer langsam mit den jungen Pferden scheint es hier an der Herndlgasse 26 zu heißen. Über dieses Fresko an der Herndlgasse 22 habe ich leider nicht herausfinden können, was es aussagt. So richtig in Frühlingsstimmung kommt man bei diesem Mosaik Blumen an der Buchengasse 61. Am Räumannplatz 21 könnte man sagen, handelt sich's ganz klar um Tag und Nacht. Ja, und endlich sind wir beim Amalienbad angelangt am Räumannplatz, das hier wirklich einige sehr schöne Figuren von Badenden zeigt. Am Kindergarten in der Leimeckergasse 18 gibt es wohl was zu sehen, natürlich Kinder. Und für mich heißt es jetzt Abflug nach Hause.